So ein Mist. Arkham City kann mich mal. Vielen Dank, Batman. Vielen Dank. Dass du mich gerettet hast. Alle Insassen. Vielen Dank. Ich werde einen Ort suchen, an dem mich diese Tiere nicht finden. Im Sanitätsbereich von Arkham steht allen Gefangenen eine begrenzte Anzahl von medizinischen Ressourcen zur Verfügung. Ich dachte, dass er mich umlegen würde. Danke. Erweitertes Realitäts...
erst hier. Knast ist es besser als hier. Bist du derjenige, von dem die Prophezeiungen berichten? Vielleicht hat er ja was mit diesen seltsamen Kisten zu tun. Wir haben Batman gesichtet. Zielperson Batman verschwunden. Keinen Sichtkontakt. Batman gesichtet. Alle Gefangenen werden in regelmäßigen Abständen psychologischen Untersuchungen unterzogen. Widerstand dagegen wird nicht toleriert. Sagt man, ist schnurstracks darunter. Du bildest dir das ein. Nie im Leben ist irgendwas oder irgendjemand an uns vorbeigekommen. Nie im Leben. Und doch, wie gesagt, es sah aus wie ein Ninja. Du weißt schon, diese Typen, die rumschleichen. Mit Schwertern. Sieh dich mal um, wir sind in Arkham City. Hier gibt es keine geheimnisvollen Ninjas. Das wäre totaler Irrsinn, wir hätten sie längst bemerkt. Ich habe ihn gesehen.
Er ist direkt darunter. Hör zu, du musst mir ja nicht glauben, aber wenn dich irgendwann ein Ninja aufschlitzt, komm nicht und sag, ich hätte dich nicht gewarnt. Okay? Vergessen, wie Quinn den alten Sharpie mit seinem eigenen Stock verdroschen hat. Das war irre. Ich hab's geschafft! Das ist ein Rätsel, das du nicht lösen kannst. Ich habe deine Techniken studiert und deine lächerlichen Spielzeuge begutachtet. Nichts von dem, was du bei dir trägst, wird dir bei diesem Raum helfen. Die Geisel wird sterben und ich gewinne. Lass mich hier raus! Ich muss einen Weg finden, sie zu retten. Ich komme wieder. Das ist Betrug! Hast du mich gehört? Betrug! Probleme, Dark Knight? Zu viel Druck?
Jetzt ist alles gut. Er hat Ihnen die Zahlen gegeben. Hat er? Oh nein. Welche noch gleich? Es ist wichtig. Sie müssen sich daran erinnern. Es war 606 zu... Oh ja, es war 606 zu 120. Sie sollten sich jetzt hier ausruhen und wenn Sie sich besser fühlen, zur Kirche zurückgehen. Ich muss Riddler verfolgen. Überraschend, dass du versuchst, den Aufenthaltsort zu finden, bevor du genug Geheimnisse gesammelt hast. Das war vollkommen vorhersehbar. Ich warte hier, bis ich wieder zu Atem gekommen bin und versuche dann zur Kirche durchzukommen. Hat Riddler alle in der Kirche erwischt? Ich kann nicht glauben, was er getan hat. Getan haben. Wie hast du... Wer hat dir geholfen? Schummler! Ich weiß, dass du geschummelt hast. Das ist noch nicht vorbei, Dark Knight. Oh nein. Das macht die Dinge komplizierter. Menschen werden sterben. Und das ist deine Schuld. Was? Der drüben, ich hab ihn!
Die Außenmauer ist für jeden Insassen von Arkham City absolutes Sperrgebiet. Oracle, ich gehe nach unten. Unter der Oberfläche ist Gotham ein Irrgarten aus Stahl- und Eisenstreben. Mein Signal könnte darunter leiden. Versuch es nicht zu verlieren. Ich leite zusätzliche Satelliten zur Überwachung um. Viel Glück, Bruce. Mann, und ich dachte, da oben sei es schlimm. Hier unten ist es nicht nur kalt, ich bin außerdem noch nass und stinke, als hätte ich in einem Kuhfladen gestanden. Hörst du eigentlich nie auf zu jammern? Schnauze, ihr beiden. Wir haben einen Job zu erledigen. Pinguins Jungs sind auf der Flucht. Joker will, dass wir möglichst viele von ihnen umlegen. Hat er nicht vor, ihnen Jobs anzubieten? Er überlässt uns die Entscheidung. Ich kann diese Penner nicht ausstehen und bin dafür, dass wir sie alle kalt machen. Von mir aus... Fledermaus ist hier! Du wirst hier sterben!
Joker hat seine Männer in die Kanalisation geschickt, um die Reste von Pinguins Leuten zu jagen. Das wird nicht einfach, Dark Knight. Zuhören! Der Rest von Pinguins Leuten hat sich vor uns irgendwo verschanzt. Joker will, dass wir sie finden. Sollen wir sie umlegen? Bleibt uns überlassen. Wir sollten sie kalt machen. Pinguins Leute waren fast alle Söldner. Trau nie einem Söldner. Wie gesagt, unsere Entscheidung. Darüber machen wir uns Gedanken, wenn wir sie haben.